Liebe Separett-Freundinnen und Freunde, ganz herzlich willkommen zur witzigen Presseschau, zu all dem Irren und Verrückten, was heutzutage durch die Medien geistert. Vorgestern bin ich an einer Überschrift hängen geblieben. Da stand, dass in einem Hotel in Cuxhaven Dicke nicht mehr erwünscht sind. Das hat mich gewundert. Denn man würde doch glauben, dass in diesen Corona-Zeiten Hotels eigentlich total froh sind, dass Gäste kommen. Warum dann Gäste ablehnen? Die Begründung des Hotels war, es ist potenziell gefährlich für Dicke in ihrem Haus. Wenn man das konsequent weiterdenkt, dann müssten Hotels auch sagen, Nichtschwimmer sind nicht mehr erwünscht, denn die könnten ja in den Swimmingpool fallen und wer weiß, was dann passiert. Oder Brillenträger. Ja, Brillenträger, für die ist es auch gefährlich in einem Hotel, wenn es eine Sauna gibt. Denn dann beschlagen ja die Brillengläser und dann können die armen Brillenträger nichts mehr sehen. Auch das wäre ja total gefährlich. All das wäre eigentlich ziemlich egal gewesen, denn es handelt sich schließlich nur um irgendein Hotel in Cuxhaven. Aber dann ist ein lokaler Radiosender auf diese Verordnung aufmerksam geworden und dann ist ein Shitstorm ausgebrochen. Boah, der hatte sich gewaschen. Dann kam es also richtig dicke für das Hotel. Und dann sind die da unter Druck geraten und haben gesagt, naja, sie haben zwar diese Verordnung, aber sie haben sie noch niemals angewendet. Liebes Hotel, da hätte ich doch mal einen Vorschlag. Schreibt doch einfach in eure Verordnungen rein, dass ihr gar keinen Gast mehr aufnimmt. Und dann haltet ihr euch einfach nicht an eure eigene Verordnung. Das hätte den Vorteil, dass niemand mehr diskriminiert wird. Warum ihr dann eine solche Verordnung überhaupt aufstellt? Keine Ahnung. Ich denke, die Frage müsst ihr für euch selbst beantworten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alle weiteren Infos zu diesem Video und zu unserer Website findet ihr unten. Und ansonsten bleibt mir nur für heute zu sagen, bitte bleibt gesund.